Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge von Democracy 4. Jawohl. Wir sind Bundeskanzler, wir regeln hier die Geschicke des Landes und das machen wir relativ ungeschickt, oder ich mache es relativ ungeschickt. Wir gucken mal ganz kurz auf den Quartalsbericht. Da haben wir einen Wassermangel. Oh, der Wassermangel geht zurück. Warte mal, was steht hier? Meteorologische Fachleute haben eine Warnung geäußert. Der Anstieg der Durchschnittstemperatur führt zu Instabilität. Hatten wir das nicht schon? Jetzt ist er aber fast hier quasi wieder aus dem ganz runtergekommen. Da hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen Probleme mit. Ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das gleiche war. Wir fahren mal fort. Ja. So, was wollten wir denn diese Runde machen? Ich muss mal kurz den Sound hier in meinem Kopf ein bisschen kleiner stellen, leiser stellen. Ja. Wir wollten so langsam mal ein paar Geschenke verteilen, hier an Menschen, die uns wählen sollen, zum Beispiel die Normalverdienenden. Deren Einfluss, die Einkommenssteuer ist quasi das Hauptproblem, ja, sagen die uns. Wir haben 8 Milliarden Überschuss. 44 ist die Einkommenssteuer. Das ist natürlich hart. Das ist natürlich richtig hart. Also ich kann euch jetzt hier nur so ein bisschen was geben. Würden die Normalverdienenden mich dann mögen? Die Kapitalisten finden das weniger schlecht. Die Gleichberechtigung sinkt. Aha. Interessant. Was könnten wir denn noch so tun? Abteilung für Sozialbetrug. Ja, das ist auch eine interessante Sache. Das hat ziemlich viel Einfluss auf, ja, wie ihr das hier sehen könnt, vor allem auf die Armen. Wenn wir jetzt hier quasi die geheimen Ermittler einsetzen für ein paar Millionen. Ne, warte mal. 237 zu 325. Wir haben also einen deutlichen Anstieg an Einkommen. Geheime Ermittler. Das finden die Normalverdiener gut. Teilnahmsvoll würde zurückgehen. Die Armen, Arme fänden das nicht so gut. Was heißt denn teilnahmsvoll hier eigentlich? Ich würde sagen, wir machen das mal. Ich glaube, würde es mehr Arme geben? Nee. Das ist ja nicht die, die Anzahl sozusagen, sondern das ist, glaube ich, nur deren... die das mögen, ne? Die Konservativen finden das gut. Mal ganz kurz gucken, die Konservativen, wie hier die links sehen können. Oh ja, die... Ja, komm, wir machen das mal. Ich glaube, es ist gut. Geheime Ermittlungen hier. Gar nicht so eine schlechte Sache. Die Autofahrer mögen uns gar nicht. Aber ich mag auch die Autofahrer nicht, von daher alles gut. Tatsächlich haben wir da bei uns im Viertel gerade eine Riesendiskussion. Irgendwelche Menschen sich... ja, zum Viertel e.V. angemeldet haben. Also die sprechen jetzt quasi für uns im Viertel. Das finde ich ein bisschen wild, ohne uns gefragt zu haben. Ja, und wir machen jetzt hier eine autofreie Siedlung draus oder so, glaube ich. Was haben wir denn hier? Aktuell minus 1,5, final minus 32,5 Kommunal. Oh, das haben wir aber richtig rausgehauen hier, wa? Ja, ja, ja. Okay, das mit dem Wasser, da können wir natürlich nochmal gucken, ob wir irgendwas nachholen können. Die Durchschnittstemperatur können wir wahrscheinlich nicht unbedingt senken. Zuschüsse für saubere Energien, da geht sogar noch was. Dann machen wir das mal. Finde ich ja keine schlechte Sache. Umweltschützer mögen uns auf jeden Fall, das ist schon mal sehr gut. Beamtete Personen auch, Pendler. Achso, wir könnten nochmal nach den Bussen gucken. Nee, nochmal nach dem Schienenverkehr. Haben wir hier schon was? Haben wir hier schon was? Offensichtlich haben wir hier schon was geändert, was noch nicht ganz fertig ist. Na gut, dann lassen wir das mal. Fahrgemeinschaftskampagne. Ehrenhaas ist für die Pendler und die Gewerkschafter. Ah, könnten wir mal gucken, ob wir den irgendwie glücklicher machen können.
das Arbeitslosengeld höher setzen. Ne, dann würden wir ja mehr Arme kriegen, richtig? Ja, die Armen würden plötzlich mehr werden. Oder sagen wir, die würden das mögen, sagen wir es mal so. Die Armut würde ein Stück zurückgehen. Die Arbeitslosigkeit würde steigen. Tja. Ich sag mal, wir haben dann wahrscheinlich ein bisschen weniger Anreiz zum Arbeiten geschaffen. Ne? Das ist natürlich nicht so günstig. Lass uns mal ganz kurz gucken. Wo steht denn unsere Wahlbeteiligung? 46% Sicherheitsbesprechung. Engel der himmlischen Gerechtigkeit. Weiß jetzt aber auch nicht. Geheimverfahren inaktiv. Wiederaufforstung. Die Arbeitslosigkeit würde runtergehen. Sehe ich das richtig? Das ist alles irgendwie gut? Machen wir das doch mal. Volle Lottereien. Die Arbeitslosigkeit würde weniger werden. Das ist ja crazy shit. Ja, das ist schon mal gut. Dann haben wir auch schon wieder alles an Kapital ausgegeben. Hier Adipositas, unser, das hat uns ja ganz am Anfang beschäftigt. Haben wir tatsächlich echt gut runtergedrückt, ne? Natürlich gut, wenn wir das unter den Auslöser schieben könnten. Und hier die Atemwegserkrankungen. Ja, das. Also wirklich, das weiß ich jetzt auch nicht. Je schlechter die Umwelt dran ist, das sind die negativen Einflüsse quasi. Wiederaufforstung. Wird die Atemwegserkrankung reduzieren. Umwelt reduziert. Die Atemwegserkrankungen. Ja, manchmal tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Lesen der Einflusssachen, ob es jetzt nach oben oder nach unten, nach grün oder rot. Ist nicht so einfach. Produktivität. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Also unglaublich, ne? Das sind halt alles so Randsachen hier. Was haben wir denn hier oben noch? Beteiligung der EU. Ah, okay. Auslandsbeziehungen. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal für die nächste Periode. Ich meine, Quartalsbericht. Das BIP ist gestiegen. Die Kriminalität ist weiter gesunken. Ich finde es gut, die Arbeitslosigkeit müsste sinken. So, das ist der Sozialminister, hat es aber satt, in ihrer Regierung zu arbeiten. Die ministerielle Person wird ihr Amt wohl niederlegen und der Politik möglicherweise komplett den Rücken kehren. Ja, macht Jod, Reisende soll man ja nicht aufhalten. Vielleicht können sie dazu überzeugen, zu bleiben, indem sie weitere Schritte unternehmen, um ihre Hauptunterstützer, Pendler, Gewerkschafter zufriedenzustellen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ein hochrangiger Amtsträger, den sie eigens gewählt haben, hat in einer Rede einen notorisch extremen Diktatoren gepriesen. Er mag während seiner Herrschaft 2 Millionen Unschuldige dahingerafft haben, aber seine Ideen über staatliche Infrastrukturen wären interessant. Finde ihn Liberalen nicht so klasse und vertrauenswürdig, haben wir auch verloren. Das ist natürlich nicht gut. Das BIP, das hier, bewegt sich gerade ein bisschen gleich zur Weltwirtschaft. Hoffen wir mal, dass die gleich bleibt. Einkommen liegt über Ausgaben, ist auch schön. Der Zinssatz. Was hatten wir hier noch? 9 Milliarden Überschuss, das ist doch schön. Wir senken einfach ein bisschen die Staatsschulden, finde ich gut. Ja, die Engel der himmelsgleichen, was weiß ich was, ist mir auch egal. Dings, ist mir völlig egal. Wir können mal gucken, wir müssen ja langsam uns mal mit der Wahl beschäftigen. Achievements, Kabinettsminister. Im Wahlkampf würde er mir helfen. Könnte natürlich gucken, ob wir irgendwas machen können. Abteilung für Sozialbetrug hatten wir schon. Was ist das hier? Arbeitslosengeld. Guck mal, die Armen und die Sozialisten, die mögen mich schon. Die Kapitalisten so zur Hälfte. W
Wer ist denn hier zur technologischen Invents... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja richtig teuer. Wait, 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 what? Diese die Regierung kann Unternehmen staatlich fördern, um sie dazu anzuregen, in neue aufregende Technologien zu investieren. Obwohl uns dies einen Wettbewerbsvorteil gibt und Arbeitsplätze schafft, kann argumentiert werden, dass dies zu einer unnötigen Marktverzerrung führt. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ob der Staat eingreifen soll in Marktwirtschaft. So, wenn wir das hier hinsetzen würden, dann hätten wir was. Die religiöse Mitgliedschaft würde sinken, Kapitalisten finden es gut, Produktivität würde hochgehen, BIP nehme ich mal auch an, Technologie würde hochgehen, Arbeitslosigkeit würde steigen. Nee, Arbeitslosigkeit würde sinken. Okay. Dann investieren wir das mal. Was haben wir eigentlich hier? Cannabis, Rauschgift. Was haben wir denn da? Medizinisches Cannabis. Wir könnten es erhöhen. Für 16, ne, könnten wir sowieso nicht. Wir könnten es so gar nicht bewegen. In gar keine Richtung. Dann lassen wir das mal. Liberalismus. Okay, lassen wir das mal. Mit den Liberalen. Ich weiß nicht genau, wie sagte jemand, dem ich zugeschaut habe. Das ist schon auch eine Nummer, ne? Alkoholkonsum. Hier, Maximum Kampagne. Für 138 Millionen ist ja gar nichts. Und der Alkoholkonsum geht richtig zurück. Ich meine, es ist ein bisschen blöd, weil wir eine Alkoholsteuer gedingst haben, aber... So, haben wir ein Wahlprogramm? Momentan sind keine Wahlversprechen aktiv. Wahlversprechen können nur direkt vor einer Wahl gegeben werden. Reden können wir nicht machen. Fundraising. Also hier haben wir Menschen, die sozusagen uns unterstützen mit einer relativ großen Großzügigkeit und einer, ja, mäßig mittleren Zufriedenheit. Und die Wählerwahrnehmung. Vertrauenswürdig. Sie stärken die Wahrnehmung, indem sie ihr Versprechen und Prinzipien wahren, keinen Ping-Pong-Politik betreiben und mögliche Wahlversprechen aus vorherigen Amtszeiten einhalten. Starke Führungspersonen. Wir könnten hier einen Medienstunt machen. Könnten wir politisches Kapital einsetzen. Zum Beispiel Judo mit den Sonderkommandos. Auswirkungen auf die Wahrnehmung 28%, Erfolgschance 65%. Hier könnten wir Interview beim Joggen machen. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Videoaufnahmen bei Jagd mit Gewehr. Nee, das finde ich nicht so gut. Ein Wohltätigkeitsfußballturnier kicken. Das finde ich gut. Da sind die Erfolgschancen nicht so hoch, aber... Windsurfen-Fotoshooting. Wir machen mal das Interview beim Joggen. Ich bin eine starke Führungsperson, plus 13%. Ich glaube, da haben wir den Quatsch schon vorher ein bisschen ausgeglichen. Gut, also hier können wir noch nicht so viel machen. Dann ja, können wir noch mal gucken, ob wir nicht noch irgendwen von den größeren, ja, die Normalverdienenden, ne? Abteilung für Sozialbetrug, da sind wir ja unterwegs hin, oder? Schon von ausgekostet. Gucken wir mal bei den Ideen, ob wir da noch was Schickes finden. Lebensmittelmarken. Das ist schon richtig teuer, ne? 5 Billionen, also 6 Milliarden. Das ist ja schon städtische Bauernhöfe. Kostet nicht so viel. Die Landwirte finden es gut. Die Nahrungsmittelpreise sinken. Die Mitgliedschaft der Landwirte steigt. Wo sind denn hier die Landwirte? Lass mal gucken. Ich glaube, die sind ganz unten. Ne? Die mögen uns auch nicht so viel. Es gibt nicht so viele Landwirte in Deutschland. Und die mögen uns auch nicht so richtig. Ja, gibt es liberale Landwirte? Plastikblütensteuer? Die Umweltschützerinnen finden das gut. Die Kapitalisten finden es nicht so gut. Ich glaube, das wäre jetzt nicht das Richtige. Kampagne zur Sauberhaltung des Landes. Umweltschützer. Aber die mögen uns halt eh schon. Das ist ein bisschen noch in der nationalen Streitkräfte. Die
Patrioten, starke Führungspersonen. Wo sind hier? Ich gucke mal hier links in dieses ausgegraute. Wo sind hier die Patrioten? Die sind ganz unten. Das sind die kleinste Gruppe. Die brauchen wir auch nicht beeinflussen. Telearbeitsinitiative können wir noch machen. Das fänden die Pendler gut. Ich glaube, denen wäre aber echt gut, das dem mal was zu geben. Mitgliedschaft der Pendler würde runtergehen. Die Pendler finden es gut, weil die nicht mehr pendeln mussten. Die Kfz-Nutzung geht runter. Die Gewerkschafter werden gestärkt. Ja, warum nicht? Telekommunikationsindustrie, Produktivität. Ich würde sagen, das machen wir mal. Und auch hier volles Programm rein. Ja, das können wir uns leisten, würde ich sagen. Jetzt können wir nochmal der Ausführung gucken. Die Pendler finden es richtig gut. Wir gucken mal, wo sind sie hier? Die sind jetzt hier ungefähr auf der Höhe von Normalverdienende zwischen dem N und dem E. Das merken wir uns mal. Mal gucken, was das gleich ist. Kfz-Nutzung geht runter. Es gibt weniger Pendler. Die Eltern finden es gut, weil die jetzt ja, besser zu Hause bleiben können. Die Gewerkschafter finden es gut. Die Produktivität steigt. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Glaube ich zumindest. Dieselskandal. Gucken wir nochmal bei den Pendlern. Ja, nee, warte mal, nach den Gewerkschaftern. Ja, guck mal, die sind deutlich hier gestiegen. Ja, haben das ganze Ende quasi mitgenommen. Das ist ja gut, hervorragend. Ja, richtig gemacht. Schauen wir mal. Kriminalität geht weiter runter. Ja, Frosch im Hals. Ein Skandal wurde aufgedeckt, der zeigt, dass viele der größten und angesehenen Fahrzeughersteller unseres Landes unverhohlen über die Emissionen ihrer Dieselfahrzeuge gelogen haben. Ein vorsätzlicher und sehr profitabler Plan, um die offiziellen Tests zu umgehen. Wie soll die Polizei in diesem Fall mit großer öffentlicher Anteilnahme vorgehen? Wichtigkeit des Falls herunterspielen. Dieser Fall wird nur unnötig aufgeblasen. Es können Geldbußen erhoben und die Fahrzeuge erneut getestet und mit revidierenden Emissionswerten versehen werden. Ein paar überenthusiastische Ingenieure haben mein Auge etwas zu fest zugedrückt. Ich muss mal hier kurz mal dingsen. So. Aber das ist ja nichts Neues. So, hier haben wir noch Firmenführung, wenn möglich festnehmen. Es besteht kein Zweifel, dass die Leute an der Führungsspitze der Unternehmen genau wussten, was vor sich ging. Wir müssen 100% sicher sein können. Also ich würde sagen, ja, wer mit unserer Umwelt und mit falschen Ergebnissen spielt, der wird einfach eingebuchtet. Vielleicht entwickeln wir uns doch zu einer Diktatur, ich weiß es auch nicht. Kapitalisten freut's nicht so. Konjunkturoptimismus geht auch nochmal runter. So ist das halt. So, jetzt können wir hier noch Reden schwingen. Warte mal. Die Wahl rückt immer näher. Vielleicht könnten sie sich etwas Zeit neben der Regierungsarbeit nehmen und im Rahmen einer Wahlkampfkundgebung eine Rede halten. Ja, ist anders als im Überschuss von 13,9 Milliarden. Nice. Aber 57% der Leute würden mich wählen. Ja gut, dann reden wir mal kurz mal mit ein paar Leuten hier. So, was jetzt hier gesagt wird, diese Redeanteile, die sind erstens in Englisch und zweitens nicht so interessant. Das muss man sich nicht durchlesen. Wichtig ist das, was hier immer links und rechts steht. Halte ich diese Rede hier, dieses Ding hier, dann gehen die Sozialisten nach oben und die Kapitalisten deutlich nach unten. Hier ist ein bisschen, die Jugend geht runter, die Rentner gehen hoch. Ja, jetzt kann man natürlich immer gucken, die Rentner sind schon... Warum sollte ich das in Gefahr bringen? Gewerkschafter hoch, Selbstständige runter. Wo sind denn die Selbstständigen? Ne, wir müssten was hier, genau. Hier ist genau andersrum. Zufriedenheit 56%. Puh, das ist genau andersrum. Hier ist was anderes. Die Liberalen gehen hoch und die Konservativen gehen runter. Ah, das könnte man überlegen, aber die gehen wirklich runter. Wobei, warte mal, die Konservativen, das sind sehr wenig Leute. Und hier hätten wir natürlich schon viele erreicht, ne? Liberale. Und ihr seht hier Liberalen. Ja gut, ich werde eh wieder gewählt. Ich meine, jetzt mal ehrlich. Ich glaube, da machen wir uns mal gar keine hier Pendler. Das könnten wir machen. Maximal 4. Pass auf, dann reden wir da mal mit den Pendlern. Rede halt 9, ne? Nicht schlecht. Hier haben wir die Jugend gegen die Rentner. Da halte ich jetzt nicht so von. Beamtete Personen gegen die Selbstständigen. Die Zufriedenheit liegt bei 81%. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, warum wir das alles machen sollen. Die Armen.
Ja, auch eine große Gruppe, die mögen uns aber auch tatsächlich. Also ehrlich gesagt, wüsste ich gerade gar nicht, ob wir das überhaupt machen müssen. Eine Rede halten, keine Phrasen ausgewählt. Ja. Schon, dass sie die Vermögenden, die armen Vermögende, also wirklich winzig kleine Menschen. Machen wir das mal. Ja, ehrlich gesagt, macht das alles hier nicht so viel Sinn für meine Sachen, weil alle die Gruppen, die hier die Sozialisten, die mögen mich auch schon. Es mögen mich eh alle kommen. Wir halten die Rede. Da. Ja, Geld für die Armen und ein bisschen reichen. Oh, Pendler, Pendler, ja, Pendler. Ja, okay. Wir merken uns mal. Die Änderungen sind plus 5%. Hui, das war laut. Aber wir brauchen das nicht wirklich, glaube ich. Wir brauchen das nicht wirklich. Unsere Popularität ist over the top. Ah, Weltwirtschaft geht ein bisschen runter. Aber unser BIP hält, das ist gut. Einkommen ist schon richtig gut. Wir können mal gucken, ob wir nochmal was ändern können, sollten. Hier beim organisierten Verbrechen können wir noch mal gucken. Legalisierung der Prostitution, das ist auch mal was Interessantes. Also, wir könnten. Was machen? Wir könnten. Mach mal hier. Ich will mal sehen, wie sich das hier ändert. Die Konservativen finden das nicht gut. Das BIP würde nach oben gehen. Die Liberalen finden das gut. Also, die sind für die Prostitution quasi, Legalisierung. Die Eltern finden es nicht so gut, Religiöse finden es auch nicht gut. Steigert den Liberalismus, what the heck? Organisiertes Verbrechen nimmt ab. Die Kapitalisten finden es auch gut, selbstständige Mitglieder steigen, geschlechtliche Gleichberechtigung steigt auch. Was ist denn die Idee dahinter? Und Tourismus steigt auch? Ja, tatsächlich, das ist ja crazy shit. Ach, warte mal, die Religiösen finden es nicht gut, so rum. Eltern finden es auch nicht gut. Ja, das habe ich ja, glaube ich, gesagt, ne? Was steckt denn dahinter? Also ich meine, müssen die Damen und Herren das arbeiten, die Sexarbeiter und Arbeiterinnen, ja, wenn der Beruf reguliert, kontrolliert würde, anstatt ihn zu kriminalisieren? Also, tja, schwieriges Thema. Ich glaube, ich wäre tendenziös auch eher für die Legalisierung. Wobei ich halt finde tatsächlich, dass das, also abgesehen davon, dass das unfassbar viel Kapital, also hier politisches Kapital frisst, was wir irgendwie nicht wirklich brauchen, finde ich, ja, grundsätzlich würde ich eher in die Richtung Legalisierung der Prostitution gehen. Ja, um es halt nicht zu kriminalisieren. Hier können wir noch mal gucken. Mindestalter 18, 21. Umsatzsteuer. Da machen wir ziemlich viel Geld mit. Das lassen wir vielleicht mal. Gibt es denn irgendwas, was noch dringend ist? Was haben wir denn hier eigentlich? Diese Verkehrskollaps-Sachen, ne? Verkehrsstaus führen zu Verkehrsgedöns. Kfz-Nutzung hat einen hohen positiven Einfluss. Also, je mehr die Kfz-Nutzung, desto höher die Auswirkungen, ja? So. Straßenbau, je. Weiß ich auch nicht mehr. Je niedriger der Straßenbau, desto niedriger. Manchmal komme ich durcheinander. Straßenbau ist ja quasi. Ja, wenn wir mehr Straßen hätten. Das würde mehr Autofahrer bedeuten und mehr Kfz-Nutzung. Und andersrum, gewisse Erweiterungsarbeiten.
Da bin ich ein Freund davon, dass wir es zumindest instand halten, aber ich glaube, Instandhaltung ist das nicht, ne? Grundwartung, ja doch, das wäre hier unten. Reparatur bestehender Straßen, ah ja, das wäre in diese Richtung. Das heißt, wenn wir es hier hinsetzen würden, würden wir Kosten sparen. Die Kfz-Nutzung würde runtergehen, die Umweltschützer würden runtergehen, was? So, die würden es gut finden, so, wenn der neue Wert ins Positive schwankt. Die Autofahrer würden weniger werden. Ich mach das mal. Da haben wir einfach mal richtig was investiert. Wie gesagt, die Autofahrer, ja, gibt es halt, wie gesagt, bei uns auch im Viertel gerade so eine Diskussion. In meiner Lieblingsschrobler-Seite nebenan.de. So, hier, das BIP geht nach unten, das ist bedauerlich. Ich denke fast, es hat mit der Weltwirtschaft zu tun, oder? Können wir gleich gucken. Die Kriminalität geht super runter. Das ist natürlich richtig nice. Da haben wir jetzt einfach nochmal den Alkoholmissbrauch auch deutlich runtergedrückt. Internetkriminalität reduziert. Es läuft. Und die Polizei ist hier noch nicht fertig. Ja doch. Passt. Also. Das gilt so gut wie fertig. Internet-Tracking. Ah, jetzt wird's schwierig. Also, die zunehmende Fähigkeit großer Konzerne, Kundendatenbanken und Big Data zu nutzen, um das Kundenverhalten zu analysieren, hat zu Bedenken bezüglich des Datenschutzes geführt. Die Konzerne bestehen darauf, dass die Daten in der Regel anonym sind und ausschließlich die Verbesserung des angebotenen Services verwendet werden. Interessensverbände argumentieren aber, dass große, gesichtslose Konzerne Big Brother-Datenbanken ohne die Zustimmung der Verbraucher anlegen. Ja? Von Haus aus bin ich da eher kritisch, das kann ich schon mal sagen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich unfassbar viele Werbemails bekomme, weil, naja, meine berufliche Internetseite wird gescannt, so, und dann wird da wahllos Werbung drauf geschaltet, ja, richtig fies. Und ich kann das in den Spam-Ordner stecken, ich kann mich von Newslettern abmelden, noch und nöcher, das ist... Was da ein Datenverkehr herrscht, das ist unglaublich. Tracking verbieten. Dieses Verhalten ist einfach nur unheimlich und stellt für Verbraucher und Verbraucherinnen noch dazu ein Risiko des Identitätsbetruges dar. Die Konzerne haben bisher auch ganz wunderbar ohne Tracking und das Speichern und der einzelnen Kundenentscheidungen funktioniert. Sie sind ja auch jetzt keinesfalls darauf angewiesen. Die Menschen haben das Recht, Einkäufe zu tätigen, ohne dabei von digitalen Spionen verfolgt zu werden. Ja, das käme meinem schon eher. Wäre wahrscheinlich eine eher konservative Einstellung. Kapitalisten fänden das wahrscheinlich nicht so gut. Tracking genehmigen. Die Gegner des Trackings machen daraus eine Schauergeschichte, die es gar nicht gibt. Es geht hier einfach nur darum, dass Unternehmen genaue Informationen über das Verbraucherverhalten speichern, damit sie bessere Produkte herstellen und effektiv dafür werben können. Es ist also eine harmlose Angelegenheit, die sogar essentiell für eine moderne Wirtschaft ist. Die Regierung muss sich hier wirklich nicht einmischen. Und die Nutzer warnen, das Tracking zu verbieten geht zu weit. Allerdings müssen die Bürger und Bürgerinnen wissen, wenn sie getrackt werden. Wir können ein Pop-up-System für Websites einführen. Es informiert die Nutzer darüber, dass sie gerade getrackt werden. Naja, es wäre ja so eine Mittellösung, ne? Ich würde... Tja... Ich glaube, wenn ich wählen würde, wenn ich jetzt wirklich Kanzler wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich ja erstmal mehr in das Thema einlesen, als jetzt hier diese halbe, das ist ja noch nicht mal eine halbe DIN A4-Seite. Ich würde wahrscheinlich das Tracking verbieten, weil mir das persönlich auch um Keks geht. Wobei ich natürlich auch sagen muss, als Kanzler würde ich ja nicht persönliche Sachen machen. Da würde ich ja denken, ich bin ja vom Volk gewählt, was will das Volk wohl? Ja. Eine schwierige Aufgabe. Egal, ich würde jetzt hier sagen, wir warnen die Nutzer und Nutzerinnen. Ja, die Kapitalisten freuen sich ein bisschen. Das BIP geht hoch. Der Alkoholmissbrauch ist scheinbar abgeflaut. Sehr schön, das gibt's nicht mehr. Das haben wir ausgemerzt. Das Militär meckert schon wieder rum. Wahlkampfreden sind verfügbar. 16 Milliarden Überschuss. Umfragewert von 71% der Popularität. Das ist ja der Hammer. Die Modern Family Partei. Was?
Wir haben aktuell 6,2 Millionen Mitglieder in der Partei, die Moderne Familienpartei. Die Oppositionspartei hat mehr Mitglieder als wir. Die Rechtsradikalen, die neue Rechte hat mehr, war aber nur 400.000. Unsere Popularität ist aber wahnsinnig hoch. Ja, die Sozialdemokraten, ich weiß gar nicht genau, vielleicht habe ich die falsch eingestellt. Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht. Nun gut. Hatte ich ja sonst noch was übersehen? Die Loyalität der ministeriellen Person ist illoyal. What? So, wir haben hier, also wir sind kurz vor der Wahl. Jetzt mal, aber allen Ernstes, vielleicht mal die Füße Ball flach halten, meine ich natürlich nicht. Die Füße flach halten. Den Ball flach halten. Hier blinkt noch was rot. Organisiertes Verbrechen. Umsatzsteuerinflation. Alles, kann man alles nicht. Die Jugend. Hängen am Handy. Die Mädels spielen Fußball. Ich weiß nicht. Geistiges Eigentumsrecht. Auslandsinvestitionen gehen hoch. Alles klar. Das lassen wir mal. Gibt es denn irgendwelche Menschen, die wir hier noch stärken müssen? Sagen wir mal, der Hälfte. Ungefähr hier ist die Hälfte. Also bei den Autofahrern. Und oberhalb sind also wirklich nur die Normalverdienenden, die ja nicht so gut auf mich zu sprechen sind. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich werden wir die Wahl gewinnen. Ne? Käufliche Staatsbürgerschaft. Grenzmarine. Oh Gott im Himmel. Staatswohnung. Lebensmittelmangel. Heizkostenzuschuss. Wir können ja mal gucken, wie wir von unten vielleicht noch hochziehen können. Religiöse zum Beispiel. Ne? Selbstständige. Für Selbstständige können wir vielleicht noch was machen. Arbeitsschutzgesetz für Selbstständige. Da freuen sich alle. Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Wie viel haben wir denn noch? Noch zwei Runden. Ich würde sagen, da machen wir jetzt nicht mehr so richtig viel Krams. Ne? So. Hier, die Kfz-Nutzung geht runter. Das machen wir doch mal. Das sieht doch sehr gut aus. Eine CO2-Kampagne. Da freuen sich doch alle irgendwie. Kostenlose Sehtests. Das freut die Armen. Die Armen sind da. Ja, die mögen uns eh schon. Aber die Normalverdienenden, für die wäre was gut. Obligatorische Wasserzähler. Der Wassermangel würde runtergehen. Die Umwelt würde hochgehen. Obligatorische Wasserzähler. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Guck mal, machen wir doch mal. Umwelt hoch, Wassermangel deutlich runter. Beim Wassermangel war ja sowieso. Hui, warte mal, Wassermangel war hier, ne? Obligatorische Wasserzähler. Hatte ich das vorher gar nicht gesehen? Interessant. Dass ich manchmal nicht so richtig hingucke. Ne? Zeugenschutzprogramm. Gewaltverbrechen gehen runter. Organisiertes Verbrechen geht runter. Das finde ich ist auch eine gute Sache. So, dann sind wir ganz knapp vor der Wahl. Schaffen wir die Wahl heute noch oder nehmen wir die Wahl als Cliffhanger? Was sagt ihr? Hm? BIP geht runter. Könnte mit dem. Müssen wir gleich gucken. Könnte mit dem Dings zusammenhängen. Forderung einer geldgebenden Person liegt vor. Einer der Hauptsponsoren ihrer Partei, Ehren Busch, besteht darauf, dass sie eine politische Maßnahme kostenlose Sehtests einführen. Ich denke, das ist okay für mich. Hier, Barms, bitteschön. Ja, also, das ist gar kein Problem. Hedi Peters möchte unbedingt privat mit Ihnen sprechen. Also, sie geht mit dem anderen in den Ruhestand. Ja, mach mal. Ehefrau, oh Gott, nein. Ehefrau verursacht Skandal. Es wurde berichtet, dass ihre Ehefrau mit einem Privatjet zum Shoppen ins Ausland geflogen ist.
Ach, Schätzchen. 13% Vertrauenswürdigkeit weggenommen. Wahlversprechen verfügbar. Glücklicherweise scheint das Adipositas-Problem nun unter Kontrolle zu sein. Das freut mich ja sehr. Was haben wir schon seit Anfang der Regierung irgendwie versucht zu ändern? So, was haben wir jetzt? Wir haben aktuell... Unsere Partei hat ganz deutlich am meisten Mitglieder. Oh, wow. Was ist denn hier passiert? Ja, wir haben auch Mitglieder verloren. Oh, die haben auch richtig krass viel Mitglieder verloren. Okay, gut. Jetzt geht es ums Wahlprogramm, ja? Sehe ich das richtig? Wahlversprechen sind optional, können aber die Unterstützung durch Wählergruppen fördern. Versprechen werden bis zum Ende der nächsten Amtszeit gemacht und sorgen für Unpopularität, wenn sie nicht eingehalten werden. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz genau, ob ich das machen will. Amtszeitbeschränkung der Staatsführung. Personalausweise senken. Eigentumssteuer. Senken um 50%. Geheimdienst. Einkommenssteuer. Das BIP erhöhen um 25%. Das geht ja kaum, weil wir dann bei 100 irgendwas Prozent wären. Das ist also Quatsch. Bewaffnung der Polizei. Grenzkontrollen. Geschlechtliche Gleichberechtigung erhöhen um 25%. Also ich sag mal, ein Wahlprogramm, das sehe ich hier gerade nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Laizistische Bildung. Gucken wir mal. Ist das hier die Bildung? Das hier ist die Bildung. Narzisstische Bildung. Ein erbitterter Kampf ist darüber ausgebrochen, wie Kinder naturwissenschaftlich unterrichtet werden sollten. Für Wissenschaftler und Liberale ist es was? Offensichtlich, dass evidenzbasierte Evolution gelehrt werden sollte. Manche religiöse Gruppen finden es falsch, die Evolution oder den Darwinismus als Fakt zu lehren, obwohl es sich um eine unerwiesene Theorie handelt. Der Kreationismus sollte im Fach Naturwissenschaften wenigstens als alternative Theorie gelehrt werden. Die Entscheidung, was in den Schulen gelehrt wird, obliegt der Regierung. So, und wenn ich jetzt atheistisch, fundamentalistisch, säkulär... Gut, ich kann aber das eh nicht leisten. Jede Sache wäre hier echt krass. Barbara Seidel. Liberalismus, religiöse Mitgliedschaft würde deutlich runtergehen. Liberale fänden das richtig gut. Und wir können hier sowieso nichts machen, deswegen lassen wir das mal. Ja, bei den Liberalen haben wir so halbwegs eine Zustimmung. Lass uns mal den Kompass angucken. Ach, guck mal, wir bewegen uns im Grunde genommen. Das hier ist so die... Das hier ist, glaube ich, die Gesamtbevölkerung. Hier haben wir so einen Sprung gemacht, ne? Interessant. Verfügbares Einkommen. Details anzeigen. Kann man hier so hin und her klicken. Naja, alles klar, alles klar. Fokusgruppe. Das ist sehr detailliert. Was haben wir denn noch? Eine Runde bis zur Wahl. Ich würde sagen, dann machen wir hier an der Stelle den Cliffhanger. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächste Folge geht es dann in die Wahl. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja, und in diesem Sinne, schönen Tag noch. Tschüss.